Ich bin der Flemon Schaller von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19, 6410. Ich gebe online Matheunterricht. Wir haben am Mittwoch, 1. September 2021. Dann sind wir die Aufgabe Nummer 5e. Und zwar geht es darum, dass wir die 100. Zahl von dieser Folge angeben. Also 100. Zahl bedeutet Element I99. Wie gross ist das XI? Das ist unsere Frage. Wir haben Formeln. Zuerst gehen wir mit der Plusquität, also mit meiner Formel, rechnen, nachher gehen wir nach Schulbuch und dann ist auch die Aufgabe eigentlich gelöst. Wir haben den Startpunkt x064 plus i mal 17, i ist in dem Fall 99, plus 2 mal i 99 minus 1, also i minus 1. Das sehen wir dann auch schon die erste Limitierung von meiner Formel, und zwar ja, also ohne dass das im Taschenrechner irgendwo angegeben wird, was jetzt zum Beispiel eine Zahl wie 99 plus Quotät bedeutet oder eben 98, so ist das kaum zu berechnen. So haben wir da 99 mal 17 plus 2 mal und jetzt 99 minus 1 plus Quotät. Und das geht dann 64 plus 99 mal 17. Was ist das? 99 mal 17 geht 1683. 1683 plus 2 mal und jetzt 98 plus Quotät. Was geht 98 plus Quotät? Das ist dann 98 plus 97 plus 96. Also wenn ich jetzt hier einen. Wir haben so eine Tabelle, so einen Tabellenrechner hat. Da kann man das kurz eingeben, bis aber auf 98 ziehen. Und dann davon die Summe nehmen. Und so hat man dann das eigentlich. Also die Summe von der Zahl 1 bis 98 von dieser arithmetischen Reihe. Arithmetische Reihe, das ist richtig so, genau. Bei der arithmetischen Reihe ist dann die Summe ist 4851. Das heisst, wir können dann 4801, also wenn wir jetzt einen Taschenrechner haben, wo eben die Zahl uns rausgeht, dann haben wir dann also zuerst mal 64 plus 1683, das gibt 1747. Plus 2 mal plus Quotät von 98 und jetzt seht ihr, ist 4851. Und das geht dann, also 4851 mal 2 geht 9702, also 1747 plus 9702 und das geht genau 1747 plus 9702, ich schreibe es noch etwas schöner. Auch wenn man es einfach noch rechnen kann. Das gibt zusammen 11.449. Das heisst hier, die Zahl, gesuchte Zahl ist 11.449. Ja, mit dem haben wir eigentlich die Lösung. Und in einer weiteren Lektion sehen wir nachher, also hier ändern wir nur den letzten Term. Was wir dann machen, ist 98. Mit der gaußschen Summenformel berechnen. Das ist eigentlich alles und sonst bleibt eigentlich alles gleich. Gut.